I wanna run to you. Sinfonima ist heute auf dem Weg nach Köln. Wir treffen dort Niyasa Alberta. Niyasa ist Musical-Darstellerin und hat zuletzt im Musical Bodyguard mitgespielt. Die Legends Bar im Hyatt Hotel ist zwar super schön, aber das Wetter ist noch schöner und so entscheiden wir uns einfach spontan rauszugehen. Kannst du dich noch erinnern, als du dann das erste Mal einen größeren Auftritt hattest, wie sich der erste Applaus angefühlt hat? Applaus gar nicht, also ich weiß nicht, also mein Praktikum war bei König der Löwen in Holland. Und ich habe da angefangen als Tänzerin, aus Gazelle. Und ich weiß noch, ich stand da auf dieser Drehscheibe und dann ist diese Sonne hochgefahren. Und ich weiß noch, dass ich da so stand und dachte, oh mein Gott. Also ich weiß, also das Applaus weiß ich gar nicht mehr. Aber da, das ist ein Moment, der mir wirklich noch beigeblieben ist. Und natürlich kommt jetzt die Frage, möchtest du eine kleine Passage singen? Würde auch total gerne mitsingen, aber das wird nichts. Das wird leider nichts. Without someone to share it with. Tell me, what does it mean? I wanna run to you. Und passiert das manchmal, wenn du Songs so oft singst, dass das Gefühl sich dazu ändert, dass du dann plötzlich sagst, jetzt mag ich das nicht mehr? Was machst du dann? Genau, dann musst du einfach durch. Da kommt ja dann ins Spiel, dass man Schauspieler ist und dass man das einfach so schauspielt. Aber bei Bodyguard dachte ich, oh Mann, wenn ich das jetzt 2 Jahre singe, bestimmt mag ich die Songs nicht mehr, aber ich liebe die alle noch. Natürlich hatte ich auch mal Absagen und ich hatte einmal eine Absage und da war ich 2, 3 Tage total traurig, geweint, im Bett und so. Und da habe ich sogar gedacht, oh, vielleicht muss ich aufhören, vielleicht ist das nichts für mich und so. Und das habe ich mir einmal, das habe ich einmal erlaubt. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, das kann ja öfter passieren. Mhm. Und jetzt habe ich einfach, das Ding ist, die Leute, die ein Casting machen, die haben ein Bild im Kopf und ich passe da rein und ich passe da nicht rein. Du hast gerade dein Konzert erwähnt, Niyasa and Friends. Ist es geplant, dass du häufiger Konzerte gibst, wo du selbst einfach singst und jetzt nicht die Musical-Darstellerin bist? Ja, das möchte ich gerne. Wenn man in einem Stück spielt, man bekommt einen bestimmten Rahmen, wo man sich bewegen kann, ne? Und da kann man dann mal frei sein, genau machen, wo ich Bock drauf habe, die Musik auswählen, die ich wirklich singen möchte und das ist schon sehr cool. Also ich habe das jetzt 2-mal gemacht und würde ich gerne noch mehr machen. Soll ich nochmal neu anfangen? Each day I play the role of someone always in control.